Hallo Leute, jetzt wieder Xy. Und zwar mit Mega Man 4 Overload 2. Heute sind wir jetzt Drillman. Ja, mal schauen, was dieses Level so für uns bereithält. Erstmal eine an sich nicht so schlechte Anfangs. Also, ich muss das bei meinem Gamepad mal umstellen, sogar nicht bei meinem Gamepad. Beim Emulator. Interessanterweise hat mein Gamepad da so eine nette Einstellung. Ach wirklich. So. Danke für die Leiter. Hat da so eine interessante Einstellung, mit der die Knöpfe, also die Richtungstasten und die Analogsticks entweder verbunden werden oder nicht. Das war weniger dramatisch. Aber naja. Mal den Tag nicht vor dem Abend loben. Oder nee, ich hatte dafür ein Sprichwort. Nicht den Hack vor der Kackstelle loben. Kommst du jetzt mal runter? Gut. Naja, jetzt muss ich jetzt die ganze Zeit darauf achten, wo ich meine Gegenstände hernehme. Wird schon extra wieder so ausgelegt sein, dass es an manchen Stellen gerade so passt. So. Ja, dachte ich mir. Ja, und jetzt kann ich es halt quasi wieder vergessen, weil mir die Waffenenergie nicht mehr reicht. Game over. Ich bin nach wie vor kein Freund davon, dass die Waffenenergie, dass die Gegenstände so unbedingt gebraucht werden. Aber was soll man machen? Naja, was hier auch definitiv vorkommen wird, ein paar Stellen, bei denen diese Steine herunterfallen, und das sind aber große Sprünge. Sowas erwarte ich quasi. Die Stille hier ist weniger dramatisch. Bisschen nervig, aber ansonsten. Ja. Ja, was mich bei den Plattformen so ein bisschen, beim Balloon so ein bisschen nervt, ist, dass er so schnell aufsteigt. Ja, jetzt ist halt schon wieder die Hälfte weg. Weil ich den garantiert an einer anderen Stelle im Level nochmal brauche. Ja, ist halt mal wieder so eine, dieses typische, schaff's auf den ersten Versuch oder lass es. Ja, wobei gut, man könnte sich bei den Gegnern theoretisch wieder auffüllen. Das wäre eigentlich eine Möglichkeit. Ja. Werde ich ab jetzt auch machen. Mache ich schon mit der Technik und dann funktioniert es trotzdem nicht. Ich kann das nicht leiden. Oh Gott, nein. Tollen Leben, wofür denn? Jedes Mal wieder das hier machen muss. Sofern ich oben. So. Geht doch. Und jetzt heißt es erstmal aufladen.
wenn so unbedingt Waffenenergie gebraucht wird, muss ich sie mir eben sammeln. Hilft halt nicht. Muss man halt ein bisschen Zeit investieren. Ich hocke hier schon wieder 5 Minuten und habe nichts erreicht. Ja, was soll ich denn sagen? Es gibt nichts zu sagen. Es passiert ja nichts. War klar, dass das mal passieren würde. Ja, super. Was will ich mit leben? Bring mir in diesem Hack nichts. Ja, ich frage mich jetzt wieder, wie das für euch ausgesehen hat. Ich habe gerade gesehen, dass die Aufnahme trotzdem noch weiterging. Auch wenn ich jetzt gerade kurz nichts machen konnte. War die Waffenenergie jetzt einfach mal wichtiger. Ja, und oben ist halt dann auch wieder ein einziger, ja, wieder mal ein Kantensprung und das war's. Das nervt mich halt schon. Kantensprünge. Ich kann sie langsam nicht mehr sehen. Lass mir doch endlich Waffenenergie fallen. Ich will hier weiterspielen. Meine Fresse. Ja, klar doch. Lieber Leben als Waffenenergie. Schon, ist schon recht. Hat nichts mit dem Hack zu tun, das ist einfach nur wieder die Spiellogik. Und natürlich etwas Pech. Ach komm, ich geh jetzt weiter. Komme ich ja nicht aufs erste Mal durch. Andererseits. Ach ja, klar. Ja, ja. Schieß mit der Metal halt runter. Auch recht. Super. Wieder verkackt. Ah, ich hätte weiter nach links lenken müssen. Weil das auch gerade wieder eine Stelle ist, wo ich mich frage, wie kommt man da ohne Schaden durch? Meine Fresse. Ja, mit der Waffenenergie will ich es jetzt auch nicht mehr probieren. Ja, jetzt können wir die ganzen Leben, die vorher gefallen sind, statt der Waffenenergie schön in den Abgrund runterwerfen. Runter mit dir.
Ja, zukünftig leben fallen, ich sammle die gar nicht mehr ein. Nicht zumindest vor dem Mittelpunkt. Weil's einfach nichts bringt. Nee, aber die eine Stelle da gerade. Die ist mir persönlich zu knapp, um Spaß zu machen. Sagt, mir geht das. Mir gehen die ständigen Sachen, in denen man irgendwie Gegenstände braucht, durchaus auf die Nerven. Ich meine, die Gegenstände, ja. Ich gebe ja zu, im Originalspiel kamen sie etwas zu kurz. Da war Schmarine nicht sonderlich nützlich. Wire war quasi unnütz. Aber so. Gut, dann halt. Ja, ernsthaft. Er vergibt mir gerade alles. Wenn ich sowas schon wieder sehe, der vergibt mir alles. Ja Mensch, Balloon ist fast leer. Damit das Level quasi unschaffbar. Schauen, ob es noch für den Raum hier reicht. Und dann erst halt mal wieder sammeln. Jetzt unausweichlich. Nee, ich dachte jetzt nach Faromans Level, dass das Ganze jetzt ein bisschen anders aussehen würde, aber ja, die Situation da unten ist halt auch schon wieder so eine Situation, mach's richtig oder geh drauf. Und sowas nervt mich halt, dass die einzigen zwei Konsequenzen aus solchen Sprüngen sind, entweder du schaffst es sofort oder du gehst drauf. Wie wär's denn mit versuch's nochmal? Meine Güte, man muss doch nicht überall Stacheln hinpacken. Oder Abgründe. Nee, wisst ihr, ich sage immer wieder, dass ich privat schon einige Hacks durchgespielt habe. Mittlerweile über 40. Aber wenn sowas in einem Hack vorgekommen ist, normalerweise habe ich das dann halt so gemacht. Ich hab's probiert, bis ich keine Lust mehr hatte. Und dann habe ich den Hack gerne mal eine Woche oder was liegen gelassen. Das kann ich hier nicht. Weil es ein Projekt ist.
Theoretisch könnte ich das Projekt auch stornieren. Temporär. Dass ich sage, ich mache mal mit dem nächsten Projekt weiter. Und mache danach das hier weiter, aber da hätten wir schon zwei stornierte Einzelprojekte. Boschi und das hier. Ich muss halt sagen, dass mir Divemans und Pharaohmans Level, die waren beide in Ordnung. Die haben mir soweit Spaß gemacht, aber das hier gerade nervt mich einfach nur. Das macht mir keinen Spaß. Und wenn es kein Projekt wäre, hätte ich hier gerade auch nicht unbedingt den Willen weiterzumachen. Wohlgemerkt ist das heute die erste Aufnahme. Diese Aufnahme hier entstand einige Tage nach der letzten. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe mich da jetzt malsmäßig drauf gefreut, weil ihr gesehen habt, was in dem Hack bisher so kam. Und damit schon eine gewisse Erwartungshaltung entstanden ist. Aber ich meine, ich werde mich jetzt auch hier nicht zu Safe States hinreißen lassen oder sowas. Das auf keinen Fall, aber ich werde halt trotzdem hier nicht wirklich motiviert sein. Bin zwar, da das Wetter Gott sei Dank mittlerweile etwas milder geworden ist, bin ich nicht mehr ganz so dauer angekotzt wie in den ersten beiden Folgen. Das heißt aber noch lange nicht, dass mir die ganze Sache hier gefällt oder dass das der einzige Grund wäre, warum ich so und so darauf reagieren würde. Keinesfalls. Und so Situation wie das im nächsten Raum hier, das würde ich halt normalerweise dann mit Rush Jet lösen. Ach, Moment. Ja, gut, ja. Moment. Gibt ja noch eine andere Lösung. Man kann ja auch einfach wieder Schaden fressen und den Sprung dann so machen. Man kann auch wieder hier Schaden fressen, anstatt diesen nervtötenden Sprung zu machen. Aber ganz ehrlich, ich will das nicht immer mit sowas lösen. Ich will nicht ständig solche Lösungen hernehmen, um irgendwo durchzukommen. Ich will nicht ständig Schaden fressen müssen, nur weil von mir irgend so ein präziser Sprung verlangt wird. Meine Güte. Ach komm jetzt! Und dann derselbe Scheiß halt gleich nochmal. Wie oft denn? Einmal, zweimal, dreimal? Ja Mensch. Toll, einfallsreich. Jetzt bin ich gleich tot. Energietank. Scheißegal, ob der Ton jetzt gerade nervig war. Ja, und dann... Ach, kommt schon! Ich bitte euch! Verkackte Kantensprünge. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ja, Mensch, diese Kanonen. Klar, die können mich treffen, ob...
kann ich halt nicht mal mehr drüber lachen. Das kann ich nicht mal mehr mit Humor nehmen. Ach klar doch. Natürlich, natürlich. Da, hier die Steine hin. Der Spieler nicht auf die Idee kommt, sich irgendwas zu holen. Gib mir verdammte Lebenspunkte, wenn ich sonst wieder drauf gehe. Ich möchte mal dran erinnern an der Stelle, ich habe vorhin den Energietank eingeschmissen. Ja, den Energietank kann ich wohl vergessen. Die einzige Möglichkeit, wie ich da rankommen würde, wäre mit Wire. Weil Wire ja auch Schaden machen kann. Ja, will ich auch mal schnell machen. Gut. So. Und heilen. Luna füllen. Boah, überziehen wir mal wieder. Aber geht ja nicht anders. Durch die Level kommst du ja nicht in einer anständigen Geschwindigkeit durch. Du musst ständig wieder anhalten, um Waffenenergie zu sammeln oder Lebenspunkte zu sammeln. Weil du genau weißt, wenn du an irgendeiner Stelle im Level zu wenig Waffenenergie hast, kannst du schon wieder an dem Punkt sein, ja, wo du halt dann einfach sterben darfst, weil, ja, du hast nicht genug Waffenenergie. Tut mir leid, wir haben hier direkt vor der Bosstür so eine große Schlucht hingebaut, dass du noch so und so viel Balloon brauchst. Und wenn du das nicht hast, ja, dann Pech gehabt, stirb bitte. Das finde ich einfach nur schwach. Herrgott, ich hasse diese Gegner. Kommt, es garantiert nicht nochmal einer. Mensch, da kam noch einer. Und da kam noch einer. Mensch. Hey, Stacheln. Hey, Stacheln. Hey, Stacheln, die genauso hoch sind wie der Boden. Lass mir Lebenspunkte fallen, ich brauch sie. Ach ja, und hinten kommen ja noch die Blöcke, die man mit dem Schalter aktivieren muss. Da kommt garantiert kein 4-Block-Sprung. Ach, warum sammle ich die überhaupt ein? Bringt doch eh nix. Ja gut, das ist in Ordnung. Das ist auch noch in Ordnung. Jetzt mit dem hier kann ich mich arrangieren. Da war ich jetzt für einen Moment am Überlegen, wie das... Okay, wie soll ich jetzt den plätten? Die brauche ich noch. Gut, dass es gerade noch gepasst hat. Wieso leben? Wieso leben, verdammte Scheiße? Okay. Ich verlasse mich jetzt als Spieler drauf. Okay. Das war noch legitim.
Jetzt müsste das Level auch gleich vorbei sein. Mist. Ja. Nee, also zu dem Level, ganz ehrlich. Ja, es war wie bei Topnens Level. Ein bestimmter Teil vom Level war in Ordnung. Ein bestimmter Teil davon war einfach zum Kotzen. Das mit Balloon. Ich finde, Balloon ist keine. Bei Balloon sollte man den Spieler nicht unbedingt dazu zwingen, ihn viermal einsetzen zu müssen. So ein gezielter Einsatz wie ein Pharomans Level geht ja gerade noch. Habe ich übrigens schon mal gesagt, dass ich Drillman nicht leiden kann? So. Ja, Drillman ist erledigt, aber wie gesagt, also das Level. Ihr habt an dem, was ich gesagt habe, schon gemerkt, wie ich es bei euch einschätze, was ich erwarte. Und ja, gut, bis zu einem gewissen Grad hängt der Overlord 1 immer noch mit drin. Gebe ich ja zu. Und auch nachdem ich jetzt 4 Level durchgespielt habe, zu deutlich würde ich nach wie vor nicht sagen, dass das Spiel hier einfacher ist als Overlord 1. Um so vieles bisher nicht, ganz ehrlich. Na gut, jetzt haben wir Drillman erledigt. Das heißt, der nächste, den wir in der Reihenfolge machen müssen, ist Ringman. Weil ich gegen ihn die Waffe habe. Wenn ich nicht durch irgendwas dazu gezwungen werde, was jetzt nicht mehr sein kann, dass ich die Gegner in einer bestimmten Reihenfolge mache, dann werde ich den Teufel tun und die Gegner irgendwie ohne Waffe besiegen. Weil bisher bin ich noch sehr froh, wenn ich die Bosse dann einfach hinter mich bringen kann, wenn ich die Level geschafft habe. Von daher, ja, würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Mal wieder bei Miguin 4, Overlord 2. Ich bin Xy. Bis dann, Leute.